Hallöchen, willkommen zurück zu Mario und Rabbids Kingdom Battle. Wir haben Luigi gehört, wir sollten ihn vielleicht retten. Jo, sind wir an einem höher gelegenen Ort als unsere Gegner. Wusstet ihr, dass ihr einen Schadensbonus erhaltet, wenn ihr von oben angreift? Ja, das haben wir uns schon gefragt, ne? Schießt mit diesen Aussichtspunkt auf, was die Gegner und ihr werdet schon sehen. Ja, dann kicken wir doch gleich mal. Ist auch interessant, wie das mit der Damage Range angezeigt ist, ne? Das rechts blinkende ist der Mindestschaden und das nach links blinkende ist der maximale Schaden. Du hast hier 100%, dann schießt du doch erstmal. Du könntest ihn echt umgrätschen. Und dann kannst du nicht springen. Warum nicht? Etwas weird, meiner Meinung nach, aber hey. Aber du kannst... Okay. Du kannst auch nicht sonderlich groß weiter wegspringen. Ich würde fast sagen, ich mache trotzdem jetzt das hier. Wir gehen aus dem Full-Cover raus. Und klatschen auf den. Wir nehmen jetzt aber trotzdem die Super-Barriere. Du könntest dich noch bewegen. Wir gehen schon mal ein bisschen weiter hier rüber. Du machst bitte noch die... Ach so, du hast auch noch den Schuss. Nice! Und dann die Heldensicht und du machst nichts. Ja, da kriegt er Angst, ne? Da kriegt der Schiss. Oh, da oben ist auch noch einer. Flanking Shot. Ja, moin. Gleich der nächste. Ja, muss aber schlecht hingestellt. Wow! Okay, Luigi? Du kümmerst dich bitte direkt um den hier. Bitte fackel ihn nicht ab. Ja, gut. Schöne Kamerafahrt, danke. Super. Er steht immerhin so weit hinten, dass es eigentlich nichts machen sollte. Ja. Ich bin mir gerade so ein bisschen unschlüssig, was wir machen sollen. Sollen wir auf ihn hier oder... Ich glaube, wir gehen beide auf den Sprung, Heini. Machen hier die Barriere an gegen den anderen. Ja. Dann ist der wenigstens sicher down. Du kannst ja nicht viel machen, ne? So, nochmal dagegen laufen, oder? Jo. So. Rächt dich mal. Genau das gleiche machen wir jetzt mit dir.
Treten schießen. Auf Wiedersehen. Also Mario hat schon extrem viel eingesteckt jetzt, ne? Mit einem Life, ja? Sehe ich das richtig? Ja, sehe ich richtig. Absoluter Mumpitz. Okay. Gerade so, dass ich noch mehr Schaden verhindern kann. Sheesh. Hätte ins Auge gehen können. Hätten wir nochmal mindestens 30, 40 Schaden kassiert. Wow. Das heißt, Mario darf sich gleich mal so ein bisschen zurückhalten. Sheesh. Okay, nochmal einfach so ein paar Münzen geschenkt. Dankeschön. Vielleicht muss er sich doch nicht zurückhalten. Gott, Luigi. Der Schwanz ist der Ausknopf. Zwei Angsthasen. Rodeo! P-Rabbit-Pflanze, garstiges Giftgewächs. Besiege den Miniboss. Komm, direkt kämpfen. Oh, wobei ich vielleicht auch erst die Taktikzentrale hätte gehen können für eine neue Waffe, ne? Er hat 300 Life. Das ist nicht wenig. Also wir haben hier oben den Gegner. Hier oben einen. Geile Musik. Da komme ich aber genau nicht hin zum Grätschen, ne? Aber ich habe auch nirgendwo Deckung hier, wenn er dann schießt. Okay, folgendes. Wir ballern, nehmen die Superfähigkeit gleich her. Dann kriegen wir wenigstens weniger Schaden, wenn der uns gleich umhaut. Die anderen lasse ich da erstmal außen vor. Mario, du könntest zumindest hier hinspringen. Du hast niemanden in Sichtweite. Ich glaube, dann ist die Heldensicht auch verschwendet. Deswegen machen wir das auch nicht. Nur 20. Dann können wir ihn aber das nächste Mal wenigstens direkt umgrätschen. So, mache ich mit Mario die Heldensicht. Ich glaube nicht, dass der da reinläuft. Er wäre reingelaufen. Okay, super. 100%? What? Okay, auch der Rasereischaden ist weniger.
Du wirst getötet. Ich kann hier nicht zurück. Okay, dann schieß mal hier drauf. Immerhin ungefähr 3 Schaden. Naja. Aber hab's schon mal die Kleinscheißviecher umgeklatscht. Oh, nichts in Reichweite, okay. Ich mache jetzt einfach das. Wir bleiben da erstmal stehen mit Mario. Oh, 55 kritisch. Ja, moin. Ja, wälz dich aus. Das ist gut. Er ist bei einer Feuerkiste. Ich habe ihn aber nicht in Range. Da hast du 100%. Ich möchte ihn aber, ehrlich gesagt, ich möchte ihn in die Feuerbox schießen. Dann ist er gleich noch weiter weg. Ja, moin. Ja, moin, ne? Was machen wir jetzt mit dir? Nichts. Aber 137 geht. Ja, 100. Wow, das ist Flächendamage? Der Dulli hat einen AOE? Gibt's ja nicht. Nice. Das ist völlig okay. Range für den Blaster. Ich glaube, hier immer noch nicht. Tatsache. Ärgerlich. Ärgerlich. Das heißt, es könnte gut sein, dass Rebel Luigi drauf geht. Wir sehen ihn nicht. Huch. Bitte nicht noch umgrätschen. Also, dass wir ihn nicht gesehen haben, ist schon schwach gewesen, ne? Eigentlich müsste der noch mehr Schaden kriegen. So. Peach darf jetzt auch ausnahmsweise mal draufballern. Bäm! Aber harter Brocken, wenn der hier so ordentlich einen rauslässt, ne? Sheesh. Wow! Ja? Rabbit Peach? Hübscher Schal. Ja, noch mehr Fotos, komm.
Entwurzelt. Luigi! Aha, dann bist du die andere Hälfte des berühmten Duos. Mario und Lasagne. Ja. Lars? Luis? Lothar? Wie auch immer, willkommen. Ja, perfekt. Wie man's nimmt, ne? Wie man's nimmt. Oh, und alle müssen überleben scheinbar. Das war knapp, das hätte auch anders ausgehen können. Heide Witzka. Belohnung 10 komische lila Kugeln. Luigi kommt ins Team. Distanzschütze. Kann aus der Entfernung bis zu 3 Gegner aufmischen. Brillanter Beweger. Verstärkt die Mobilität des Teams mit seinen irren Fertigkeiten. Kampfzentrale Rabulatorium aktualisiert. Fertigkeitenbaum freischaltet. Werte deine Helden auf. 6 neue Waffen verfügbar. Erhalte mächtige neue Waffen für deine Helden. Okay, du willst mehr erfahren? Dann komm in die Kampfzentrale. Freunde-WG, Rabulatorium freigeschaltet. Einführung des Koop-Modus, spiele exklusive Koop-Schlachten mit einem Freund. Neue Koop-Prüfung, ja, machen wir nicht. Das Amiibo-Labor, erhalte bis zu 8 Spezialwaffen. Berühre den NFC-Kontaktpunkt mit einem kompatiblen Amiibo, um Spezialwaffen für Mario und seine Freunde freizuschalten. Okay. Ich habe sogar hier hinter mir die einzigen 3 Amiibos stehen, die ich habe. Warte mal, ich schalte ihn mal eben frei. Lass mich mal ganz kurz hier die Dinger holen. Aha, mein Oberschenkel. Okay, pass mal auf. Passiert hier jetzt was, wenn ich den hier drauf packe? Vielleicht müssen wir da auch ins Menü. Oder in den Pilzpalast, das kann natürlich auch sein. Oder in die Kampfzentrale. Ja, lass erstmal in die Fertigkeiten gucken. Also sind hier die Standardsachen, die freigeschaltet sind, ne? Und dann kannst du hier für 30, 10, 10, warte mal. Stampfsprung. Ein Angriff auf den Kopf eines Gegners infolge eines Teamsprungs. Anschließend landet Mario auf einem Feld in der Nähe. Ein Nahkampfangriff, der mehrere Gegner gleichzeitig treffen kann. Okay, mehr Damage für alle Leute. Was hast du denn so? Okay, 2x Raserei. Verfolgt einen Gegner ohne Unterlass und explodiert, wenn es in seine Nähe kommt. Okay, kann zerstört werden, interessant. Und Heilung, ja nice. Rabbit Luigi hat... Okay, okay, okay. Mit Raserei kann er live absaugen. Dann Flächenangriff. Interessant. Und der Schwachmacher schwächt gegnerische Waffen. Luigi hat Doppelsprung. Sehr agil. Eine Mine. Und Leichtfuß. Ich glaube, jeder hat 10 Fertigkeiten. Gib mir mal hier die Mine. Für dich möchte ich hier drauf sparen. Bei dir der Hammerangriff. Bei dir die... Auf die Bazooka sparen. Okay, jetzt hast du dann auch Sekundärwaffen, die du auch extra kaufen musst. Sheesh. Okay, lass mal bei der Teamauswahl sagen, nimm mal Rabbit, Peach und Luigi mit. Okay, das ist die Sprungschaden, Sprungchance. Ja,
Ja, warten wir mal. Das mit den Amiibos. Gucken wir mal eben. Wir gehen mal in den Pilzpalast zurück. Die Kanone wird uns ja eh direkt an diese Stelle wieder befördern. Aber ich glaube, wir müssen dann in dieses Amiibo-Häuschen gehen. Würde Sinn machen. Boah, Jim. Interessant, die Rabbits haben seit unserem letzten Besuch etwas Neues gebaut. Meine Sensoren sagen, dieser Ort ist voll von Freundschaft, Zusammenarbeit und stundenlangem Spaß. Wir sollten uns das ansehen. Ehrlich, endlich habe ich mal ein gutes Gefühl bei einer Sache. Okay. Lass uns da reingucken. Willkommen in einer neuen Folge der Freunde-WG. Ja, nee. Gut, ich dachte, wir sehen da vielleicht ein bisschen was, aber nö. Und das Amiibo-Ding steht wo? Ach, da hinten scheinbar. Erstmal um den ganzen Palast rumlatschen. Alright. Neuen Amiibo-Inhalt freischalten. So, hier. Okay. Neue Waffen. Oh, Spoiler. Peach ist auch spielbar, wie es aussieht. Sieh, was du mit dem Peach-Amiibo freigeschaltet hast. Okay. Dann nehmen wir den Mario auch gleich mit. Es gibt auch einen Rabbit Mario, okay. Oh, du bist nicht kompatibel, wie es aussieht. Aber wir probieren es trotzdem mal. Ja, kann nicht gelesen werden. Das war Bowser. Okay. Dann verlassen wir das. Und gehen zurück. Und gucken uns einmal in der Kampfzentrale an, was genau das ist. Ich glaube, das sind keine Überwaffen. Sondern... Ja, wir gucken einfach mal. Warte. Wo muss ich hin? Ich dachte gerade, das wäre Sand Kingdom, weil hier irgendwie Sand am Boden war. Aber das sind... nee, das sind die Gärten. Okay. Sheesh. Und ja, ich habe Mario, Peach und Bowser in Hochzeitsoptik. Die fand ich schon cool. Interessant, dass Mario der allerleichteste ist. Leichter als Peach. Okay, den haben wir, glaube ich, freigeschaltet mit... Oh, nee, warte mal. Ist der ganz hinten? Nein. Ich weiß schon gar nicht mehr, was wir davon freigeschaltet haben. Aber es gibt immerhin... Ach, warte mal. Das ist 100 pro der gewesen. Weil der nichts kostet. Okay. Dann sparen wir uns doch mal ein bisschen Geld und werten das auf. Das ist auch interessant, dass das eben so kommt, dass du... Na, sag. Nicht zu viel Schaden mehr machst. Ne? Das wird erst freigeschaltet, wenn du die Dinger sowieso kaufen könntest. Ja, es ist nicht so viel, aber hey, immerhin ein bisschen mehr. Und dann lass uns doch bitte gleich mal gucken, wohin diese Röhre führt. Wow. Immerhin Geld gespart, ne? Sehen wir es als Geld gespart. Ne?
Und ja, gegen bestimmte Gegner kann es auch hilfreich sein, bestimmte Waffen zu benutzen. Zum Beispiel sehr agile Gegner mit einer Honigwaffe festkleben ist eine sehr valide Option. Oh. Habt ihr es gut? Wisst ihr, ihr könntet uns helfen, das Pilzkönigreich zu retten, anstatt da faul rumzuhängen. Hallo? Ich würde auch lieber hier faul rumhängen. Okay. Alle möglichen Rätselteile. Herzlichen Glückwunsch. Dann lass uns doch mal ein paar Münzen sammeln gehen. Ich wollte erst auf die vier Münzen gehen, aber da wir das sowieso wegmachen müssen. Alles easy. Alles easy hier. Haha! Ansporn! Einige Stacheln werden ziemlich sauer sein, wenn all das vorbei ist. Haben wir mit ihm die Mine freigeschaltet? Lass mich doch gleich mal kurz bei Luigi gucken. Ach, das ist gar keine Mine. Was macht Tinte? Ich habe mal wieder das falsche X gedrückt. Tinte hindert betroffene Kämpfer daran, irgendeine Aktion durchzuführen, die einen Waffenangriff erfordert. Das ist ja krass. Sollen wir uns das kaufen? Warte mal, gegen Grubiane. Keine Ahnung, was Grubiane sind, aber sie hören sich grob an. Von daher lieber nicht. Oh shit. Hier ist der normale Weg, ne? Alter, so viele Blöcke überall, die im Weg stehen. Alter, so viel, was du noch nicht machen kannst. Come on. Die Bienen süß. Im Spiel sind Bienen süß. Im Real Life stören sie mich jetzt auch nicht sonderlich, außer sie sind in der Zuckerwatte. Okay, alle Gegner besiegen. Es wird mehr und mehr. Du hast nur 130 Life, das ist krass. Oh. Ups. Eisenblick. Let's go. Das ist wahrscheinlich wie Heldensicht, nur anders. Ja, das ist nicht so sonderlich prickeln, das ist so zu machen, aber hey. Schöner Treffer. Schade, dass du keinen Sprung Damage machst. Das wäre es praktisch gewesen, ne? Oh, apropos Sprung. Goldener Treffer. Interessant. Mario Time! Sparen wir uns auf. Auch nochmal. Nice. So, was macht ihr Schönes? Oh, weggesnipert! Geil! Thank you.
Das war Schnieke. Dass wir hier nochmal mit Mario aufs Maul kriegen, wahrscheinlich eher nicht. Also du kannst hier nur eins von beiden auswählen. 50%. Okay, du siehst auch, wie viele Runden das braucht, bis es da ist. Zahnschmerzrad, das ist auch witzig. Wenn ich jetzt hier hingehe, müsste das doch direkt treffen. Okay, lass mal ausprobieren. Ob das den Block auch direkt wegsprengt. Nur ein bisschen Schaden, aber immerhin. Der Dulli ist weg. Wow! Ist das der komplette Schadensbereich? Oh. Sheesh! Alter, ist der Hammer OP. Okay, du kannst auch im Kampf nochmal gucken, wie weit die Gegner laufen können und so. Kann sich nicht wirklich irgendwo gezielt hinbewegen, ne? Wenigstens eine Münze rausgeschossen. Also, das ist ja auch schon mal was. Okay, jetzt hast du was mit 100% vorher da gerade was nicht gesehen. Ah ne, da kannst du dann... Du musst dich erst zum Gegner hin bewegen, okay. Naja, aber dann stehe ich völlig im Open. Stehe ich so oder so? Stehe ich so oder so? Ne, ich nehme jetzt den Hammer nicht her. Ich habe Angst, mir den Block kaputt zu schießen. Ich glaube, du hast eh 100% Schutz, aber egal. So. Und jetzt pack mal den Hammer aus. Das hat die Deckung nicht beschädigt. Okay. Interessant. Luigi ist auch so ein bisschen so ein Spezialkandidat, huh? So richtig low life und so. Gucken wir mal, also den solltest du dann eher als Sniper irgendwo oben hinstellen, huh? Oh. Danke für den Pilz. Ich weiß gar nicht, ob wir Schaden genommen haben oder nicht. Aber wir sehen uns in der nächsten Folge. Da könnte man das Team auch nochmal kurz ändern. Aber wir lassen das so. Komm, wir lassen das so. Wir nehmen die Bombe mit. Und lassen Sie mal ganz kurz in die Kampfzentrale gucken. Haben wir neue Belohnungen hierfür gekriegt? Nein, gar nicht. Gar nicht. Okay, gut. Dann gucken wir uns das in der nächsten Folge an. Leute, macht's gut. Bis dann. Ciao.